Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir debattieren nun auf Antrag meiner Fraktion das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Leider zu spät, denn dieses Gesetz, das zum Ende der Legislatur noch durchgedrückt wurde, tritt bereits am kommenden Sonntag, am 1. Oktober, formell in Kraft. Und das ist eine, erlauben Sie mir bitte diesen arg belasteten Begriff, eine Schande. Eine Schande für unsere Rechtskultur und die tatsächlichen Aufgaben eines Justizministers. Und ja, es ist auch eine Schande für die deutschen Länder, die dieses Machwerk im Bundesrat haben passieren lassen. Denn wir haben ja jetzt schon ausreichende gesetzliche Grundlagen für die Verfolgung von Hasskriminalität in den sozialen Netzwerken. Das Telemediengesetz verpflichtet bereits die Anbieter wie Facebook, Twitter oder YouTube, Beschwerden zu bearbeiten und Hinweisen auf groben Missbrauch nachzugehen. Das Stichwort Telemedien ist ein erster Hinweis auf die angemaßte Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Denn Medienrecht ist Teil der Kulturkompetenz der Länder. Aus diesem Grund bestreitet auch der Leipziger Staats- und Medienrechtler Professor Dr. Gersdorf dem Bund die Kompetenz für ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Weder die Länder noch der Bundesgesetzgeber haben sich aber darum geschert. Und die Zielsetzung, man wolle die freie und offene Gesellschaft vor Hasskriminalität und Fake News schützen, ist bloß vorgeschoben. In der tatsächlichen Begründung zum Gesetzentwurf heißt es: Gegenwärtig ist eine massive Veränderung des gesellschaftlichen Diskurses im Netz und insbesondere in den sozialen Netzwerken festzustellen. Die Debattenkultur im Netz ist oft aggressiv, verletzend und nicht selten hasserfüllt. Hassrede und rassistische Hetze können jede und jeden aufgrund der Meinung, Hautfarbe oder Herkunft, der Religion, des Geschlechts oder der Sexualität diffamieren. Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte, die nicht effektiv bekämpft und verfolgt werden können, bergen eine große Gefahr für das friedliche Zusammenleben einer freien, offenen und demokratischen Gesellschaft. Zitat Ende. Es scheint, als wolle die Bundesregierung unerwünschte Meinungsäußerungen per Gummirecht unterdrücken. Und so sehen wir hier eine Wegscheide zwischen der freien, offenen Gesellschaft und einem repressiven Überwachungsstaat. Zumal, wenn staatlich privilegierte und finanzierte Denunzianten und Spitzelorganisationen dies organisieren sollen, nehmen Sie zum Beispiel die Amadeu-Antonio-Stiftung, die selbst Akteur der unappetitlichen Hass- und Fake-Szene ist. Mit massiven Bußgeldern gegen die Plattformen werden vorauseilende Löschaktionen der Betreiber durchgesetzt, ohne wirksame Abwehrrechte der Opfer. Es geht dabei also nicht um die Klärung von Tatsachen, sondern um das Erzwingen von vorauseilender Zensur durch die Betreiber der sozialen Netzwerke. Daran ändern auch die nachträglich eingefügten Feigenblätter einer regulierten Selbstregulierung nichts. Nochmals und in aller Deutlichkeit: Das Gesetz privatisiert mit staatlichem Druck die Ausgestaltung und Inhalte der freien Meinungsäußerung, die auch online gilt. Ob ein Wort schon eine Tat ist, entscheidet bei uns immer noch ein ordentliches Gericht und nicht ein Risikoabwägungsautomat von Facebook. Die Plattformen können sich auch nicht auf die Freiheit der Redaktionen berufen, da sie ja ausdrücklich keine Medien wie eine Zeitung sind. Ich fasse nochmals zusammen. Mithilfe des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes versucht man auf verfassungswidrige Weise, die Lufthoheit über die sozialen Medien zu erringen. Entschuldigung, erringen ist das falsche Wort. Das würde ja wenigstens einen Hauch von Überzeugungsarbeit bedeuten. Erzwingen ist treffender. Hoffen wir auf eine Jamaika-Koalitionsverhandlung, hoffen wir auf die Jamaika-Koalitionsverhandlungen, hoffen wir, dass der elastische Christian Lindner und einsichtige Grüne, wie vielleicht Renate Künast, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in seiner jetzigen Form kippen werden, wie sie es im Wahlkampf schon versprochen haben. Die AfD wird sie ganz sicher dabei unterstützen. Vielen Dank.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ja, in der Debatte geht es uns bei dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz um Meinungsfreiheit, um rechtsstaatliche Verfahren, Herr Mohnschiedler, und um die Privatisierung von Recht. Da ist schon Richtiges und Wichtiges gesagt worden durch Herrn Baumann-Haske, durch Frau Dr. Malcher und auch durch Herrn Jallers zur Privatisierung von Recht. Trotzdem ist es erstaunlich, mit welcher Schamlosigkeit die Blößen dieses Gesetzes in der Öffentlichkeit doch verkauft werden. Und das sehen nicht nur angebliche Nazis, Rassisten und Populisten der AfD so, sondern so sehen es auch die vielen kritischen, sehr kritischen, teilweise sogar vernichtenden Stellungnahmen namhafter Rechtswissenschaftler und Experten, die bei der Sachverständigenanhörung zum ersten Entwurf des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes gesprochen haben. Neben einflussreichen Unternehmen, Professoren und Rechtsanwälten unterstützt das übrigens auch die Vorgängerin von Herrn Heiko Maas, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Alle diese haben den Bundesgesetzgeber aber doch nicht davon abhalten können, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz schnellstmöglichst durchzusetzen. In der Anhörung im Fachausschuss des Bundestages erklärten, Herr Jallers sagte es schon, 7 von 10 Sachverständigen den Gesetzentwurf der Bundesregierung für verfassungswidrig. Der Sonderbeauftragte der UN für die Meinungsfreiheit kritisierte, das Gesetz wecke schwerwiegende Bedenken hinsichtlich seiner Eingriffe in die Meinungsfreiheit und hinsichtlich des Rechts auf Anonymität. Insbesondere wird gegen den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, den UNO-Pakt II, verstoßen, da Zensurmaßnahmen nicht an private Rechtsträger delegiert werden dürfen. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags kommt in 2 Gutachten zu dem Schluss, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz Europa rechtswidrig und verfassungswidrig ist. Unterstützung und Beifall bekommt das Gesetz nur von autokratischen Staaten wie Russland und Weißrussland. Regimes, die schon länger solche Interessen verfolgen, wie offenbar jetzt auch unsere noch amtierende Regierung. Regimes, die das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz ausdrücklich als Blaupause für neue repressive Gesetzesvorhaben zur Einschränkung der Meinungsfreiheit in ihren sozialen Medien benutzen. Das sollte uns auch in diesem Hohen Hause in Dresden zu denken geben, wo ich heute als die Vertreterin der stärksten politischen Kraft in Sachsen sprechen darf. Dafür danke ich Ihnen. Ja, vielen Dank. Ich werde mich sehr kurz fassen. Herr Baumann-Haske, wir befinden uns in einem Rechtsstaat. Und wir brauchen eigentlich nur geltendes Recht anwenden. Und wenn ich richtig informiert bin, haben wir bereits ein Telemediengesetz, das uns dabei helfen könnte, solche Auswüchse, nenne ich das jetzt mal, im Netz, ich will da nicht näher auf den Redebeitrag von Herrn Jallers eingehen, ganz bewusst nicht. Dieses Telemediengesetz kann uns dabei helfen, so etwas zu unterbinden. Dafür haben wir die juristische Handhabe. So habe ich das jedenfalls bisher verstanden. Und deshalb brauchen wir ein so weitgehendes Gesetz, das sich auf einen glatten Boden begibt, wie mit der Privatisierung von Recht, brauchen wir eigentlich nicht. Und wenn wir glauben, dass das Telemediengesetz da nicht ausreicht, dann könnten wir das sicherlich auch noch erweitern oder ergänzen. Aber ein Gesetz, und das ist nicht meine Meinung gewesen und auch nicht die Meinung der AfD, dass dieses Gesetz verfassungsrechtlich bedenklich ist, sondern die Meinung zum Beispiel von Professor Gersdorf, der sich dazu geäußert hat, der ein Staats- und Medienrechtler ist und ein, ich glaube, mit Verfassungsrecht befasste sich auch, der ist auch nicht der Einzige, sondern es sind ganz namhafte Rechtswissenschaftler, die dort die Bedenken angemeldet haben. Ich bedanke mich.